Hallo meine Freunde des gepflegten Let's Plays und herzlich willkommen zu einem kleinen Nebenprojekt, wo ich gerade einfach unglaublich viel Lust drauf habe. Aber mal ohne Facecam ein richtiges, ich will es nicht Trash-Spiel nennen, aber Nischenspiel, ein Randspiel zu spielen, und zwar The Room 3. Und wir legen uns als allererstes mal ein Profil an, Confirm. Es ist ein... Ich glaube, man nennt sowas Wimmelbild oder Point-and-Click-Adventure. Können wir mal kurz in die Option gucken. Ist das auf Deutsch? Das gibt's auf Deutsch. Es ist cool, wenn es immer nur hoch und niedrig gibt. Anti-Aliasing hoch. Schatten hoch, Tiefenschärfe an, chromatische Aberration on, Umgebungsverdeckung an, blinde. Ja, sollte passen. So, und dann lasst uns doch einfach mal starten. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Aber ich hab Bock. Mein Monitor ist ziemlich dreckig. Sogar komplett in 3D. Klicke und ziehe den Bildschirm. Ah, so können wir uns umgucken. Doppelklicke auf das Tagebuch, um es zu betrachten. Klicke und ziehe, um das Tagebuch zu öffnen. 5. Juli. AS ist verschwunden. Ich glaube, das sind Initialen und nicht AS. Sein gesamtes Haus ist verschwunden. Ja, ja. Sein gesamtes Haus ist verschwunden, what the fuck? Was ich sah, schnürt mir die Kehle zu. Ach, wäre ich doch bloß wahnsinnig und wären diese teuflischen Kisten doch bloß ein Trugbild meines Wahns. Ich hätte dich nicht ignorieren dürfen. Ich hätte früher kommen müssen. Ich hätte niemals kommen dürfen. Okay. 17. Juli, also 12 Tage später. Ich erwachte aus dem Albtraum, doch er lässt mich nicht mehr los. Ich schürze mich in meine Arbeit, als wollte ich meine Erinnerungen ertränken. Doch ohne Erfolg. Das Null-Element umgarnt mich in meinen Träumen und unterwandert meine Gedanken in jeder Sekunde. Ich bin gezeichnet. Geht weiter, 19. Juli, also nochmal 2 Tage später. Ich habe einen neuen Antrag an das Königliche Institut gestellt. Irgendetwas an den Ablenkungen des Instituts stört mich. An den Ablehnungen des Instituts stört mich. Sein Beharren ist zu schrill, zu bestimmt, um bloß zu so etwas Harmloses wie Ignoranz vorzunehmen. Vortuschen zu wollen. Vortuschen? Vortäuschen kenne ich auch. Vortuschen? Vortuschen. Naja. 21. Juli, nochmal 2 Tage später. Ein Durchbruch. Obgleich mich das Königliche Institut einmal mehr abblitzen ließ, ließ ein Mitarbeiter mit angespanntem Antlitz ein Paket in meine Jackentasche gleiten. Der Mitarbeiter würdigte mich keines Blickes. Das Paket enthielt ein Blatt, herausgerissen aus einer Karte der Südküste. Eine Insel war markiert. Ich nehme den ersten Morgenzug. Das da oben kann ich gerade leider nicht lesen. Ich kann auch nicht ranzoomen. Weil das Ding hier oben drüber ist. These rubbings. Impossible to. Of lösen. There must be some important. Ist ein bisschen nervig, dass die ganze Zeit hoch und runter bubbelt. Es geht wohl um das, was da auch stand mit dem Nullteilchen. At the end of everything, the doorway awaits. Hier alles durchgestrichen. Man könnte es bestimmt mit viel. Tun und Mühen noch lesen, aber naja, Doors gleich Gateways. The past to the past. The past to the future. Okay, man kann den Winkel auf jeden Fall ändern. Es ist nicht so einfach. Okay, aber das war dann auch alles richtig, um herauszuzoomen. Okay, wir fahren durch den Tunnel. Und Sir Ian McKelly besucht uns und hinterlässt uns eine grün leuchtende Box. Irgendwie kommt mir das gerade sehr bekannt vor. Doppelklicke auf die Kiste, um sie zu betrachten. Klicke auf die Schlüssel, um ihn aufzunehmen. Objekt gefunden, ein kleiner Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel, aber diese Kiste hat kein Schlüsselloch.
Diese Holzoberfläche sieht merkwürdig aus. Ich sollte das Okular aus meinem Koffer nehmen. Rechtsklick, um herauszuzoomen. Wir haben ein Okular. Natürlich haben wir ein Okular. Ja, schön. Wische über die Verschlüsse, um den Koffer zu öffnen. Wicke, wicke. Mein Koffer hat einige Modifizierungen. Sicherheit ist mir ziemlich wichtig. Komm, ich sehe das hier doch schon. Achso, ich muss erstmal draufklicken. So, wir haben hier also anscheinend eine Karte. Ich weiß halt immer nicht, womit ich, was ich ziehen kann und womit ich einfach nur die Kamera bewege. Ist ein bisschen nervig. Und wo ich Doppelklick drauf machen kann, um ran zu zoomen. Ein Okular. Warte, ich muss kurz gerne. Manchmal kannst du mit dem Okular eigentlich verborgene Dinge sehen. Manchmal auch nicht. Klicke erneut auf das Symbol, um das Okular abzulegen. Okay, das hier unten macht anscheinend nichts. Wir sehen, dass hier eine geheime Insel anscheinend ist. Und ein komisches Symbol. Und da steht irgendwas. Und Tesserakte. Und irgendeine Formel. Und ja, geil. Oh fuck. Jetzt habe ich das gerade weggeklickt. Pardon. Augenblick, meine geilen Schneggels. Komm, ey, hier wird doch irgendwo irgendwas stehen. Weiß echt nicht, wie viele Seiten man durchblättern kann. Aber wäre ich ein Entwickler, wäre ich so ein Arschloch, dass ich das so einfügen würde. Für sowas auch einfach nicht hartnäckig genug. Gronkh würde das machen. Okay, das sieht ziemlich puzzle aus. Zieh den Schlüssel in das Schlüsselloch. Ist das jetzt an meinem Cursor oder ist das die Spitze? Anscheinend aber ein Cursor. Alter, eine Zeitbombe. Objekt gefunden. Eine gravierte Pyramide. Und das Wort Apis. Nicht zu verwechseln mit Penis. Okay, wir sehen irgendeine Tür. Oder wie Sturmwaffel sagen würde, eine Türe. Was? Was ist passiert? Wo bin ich? Ja, vor einer Türe. Können uns halbwegs umgucken. Da wir uns nicht weiter umgucken können, habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir potenziell gefesselt sind. Okay, wir haben hier einen Schrein oder ein Altar. Okay. Ah, jetzt können wir uns weiter umgucken. Natürlich, warum auch nicht. Das Ding sieht ziemlich abgesperrt aus, aber hier ist schon mal was hervorgehoben. Ich habe da gerade schon was gesehen, keine Sorge. Okay, hier leuchtet aber nichts so weit. Das können wir uns angucken, da haben wir ein Schlüsselloch. Was mir hier auffällt, Arme haben mich, Reiche brauchen mich. Wissen beflügelt. Ich laufe ohne Beine, stehen heißt schweigen. Arme haben mich, Reiche brauchen mich. Oh Gott, ich kenne diese Rätsel und ich habe das, glaube ich, auch schon gehört. Okay. Das mache ich ja gerade. Kann ich jetzt hier irgendwas ziehen zur Seite oder sonst irgendwas? Vielleicht auch nicht. Arme haben mich. Was haben Arme? Reiche brauchen mich. Arme haben kein Geld. Reiche brauchen kein Geld. Find das? Ein Kelch. Ein Skalpell? Die Steuerung ist ein bisschen murks.
Eine Motte mit dem altbekannten Totenschädel auf dem Rücken. War es nicht bei Penny Dreadful auch eine Symbolik? Wir haben hier eine Whistle, Skalpell, Motte, eine Pfeife, ein Kelch und einmal leer. Oben haben wir eine Rolle und zwar keine Zimtrolle oder Biskuitrolle, sondern eine Pergamentrolle. Du wurdest doch gewarnt, mich nicht zu suchen. Doch du schlugst diese Warnung in den Wind, sodass ich dich nunmehr finden muss. Willkommen in Greyholm, der Heimat meiner Ahnen. Nur wenige Gäste durchschritten je diese Räumlichkeiten und noch viel weniger sind aus ihnen entkommen. Einst gehörten die größten Denker aller Zeiten zu meinen Subjekten. Jeder war wichtig, doch überlebt hat es keiner. Das Null-Element umschlingt jeden. Dich ausgenommen. Es war ein Fehler, dich auf Distanz zu halten. Ich begreife nun, wie sehr ich dich brauche. Falls du dich als würdig erweisen kannst, zuerst musst du etwas finden, das dir bei deinen Aufgaben zu helfen vermag. Finde es oder verbleibe für immer in diesem Raum. Dann wären meine Mühen umsonst gewesen. Der Meister. Meister, Meister. Wir haben uns gerade angeguckt, die gravierte Pyramide. Können wir uns die so angucken? Leute, mit dem Oculus. Schaltfläche mit dem Fragezeichen leuchtet auf, wenn neue Hinweise verfügbar sind. Die Hinweise können in Optionen deaktiviert werden. Ja, nee, Hinweise interessieren mich gerade weniger. Wissen beflügelt. Achso, Arme haben mich, Reiche brauchen mich. Und wir haben hier die Möglichkeit, das rumzuwirbeln. Arme haben keine Motte, Arme haben keine Feiche, Arme haben keinen Kelch. Arme haben nichts, Reiche brauchen nichts. Cool, das habe ich gelöst, bevor wir das Rätsel überhaupt hatten. Ich laufe ohne Beine, stehen heißt schweigen. Ich laufe ohne Beine, stehen heißt schweigen. Könntest du natürlich leicht machen und einfach die Objekte angucken. Das ist ein Knochen. Eine Kerze. Ich laufe ohne Beine, stehen heißt schweigen. Laufen tut die potenziell ohne Beine, aber stehen heißt schweigen. Ich laufe, eine Uhr läuft, stehen heißt schweigen. Wenn eine Uhr steht, dann tickt die nicht mehr, heißt dann schweigt die. Das könnte schon hinkommen. Aber noch mehr, wahrscheinlich schon, ne? Eine Spritze, ein Diabolo heißt das Ding, glaube ich, ein Pinsel. Nehmen wir auf jeden Fall die Uhr. So, und das letzte. Wissen beflügelt. Okay, damit kann ich gar nichts anfangen. Ist ja nicht mein Rätsel. Okay, das war sehr einfach. Das war wirklich sehr einfach. Es schmerzt mich, dich scheitern und stolpern zu sehen, geblendet von jenen kruden Linsen, die du gefunden hast. Lass mich dir die Schuppen von den Augen reißen. Dies sind die Instrumente eines Meisters. Mit ihnen kannst du das Universum erkennen und in die ungeahnte Unendlichkeit um uns herum vorstoßen. Der Meister. Ein verziertes Kästchen. Das Kästchen ist mit einer Art Mechanismus verschlossen. Das muss ich mir genauer anschauen. Wow, das war alles? Eine Linse. Keine Linsensuppe. Das ist noch was anderes. Okay, damit können wir anscheinend ran und rauszoomen. Diese Tür ist irgendwie merkwürdig. Klicke, um das Okular anzulegen. Doppelklicke auf die Tür, um sie uns zu untersuchen. Klar, dass wir jetzt ranzoomen, hatten wir vorhin schon. Doppelklicke auf das Schlüsselloch. Die Steuerung ist wirklich scheiße, muss ich mal sagen. Okay. Auch ganz einfach. Also es ist ein Schloss. Und man muss halt zusehen, dass man das... okay. Genau, dass man das so entriegelt. Die haben halt alle Co-Abhängigkeiten. Ich denke mal, dass das hier mehr oder minder einfach nur fast schon Brute Force ist. Ja. Das war jetzt nicht kompliziert. Man muss halt nur gucken, dass die Ränder passen, damit die ich drehen können. So funktioniert natürlich ein Schloss. Über Kolben. So viel dazu. Also ich meine, wir können es ja untersuchen. Heißt, das wird nicht irrelevant sein. Oh,
Okay, wir haben ja auf jeden Fall technische Apparaturen. Was haben wir denn hier? Okay, dafür brauchen wir höchstwahrscheinlich noch Hinweise. Gucken wir uns aber erstmal den Altar an. Wir haben eine Pyramide und wir haben hier eine Einbuchtung. Wobei die Pyramide ist vier. Erstmal die Schriftrolle. Komm, eins nach dem anderen. An diesen Orten wird der Schlüssel zum Nullelement geschmiedet. Das erste Teil gab ich dir bereits. Aus Sicherheitsgründen werden die restlichen vier getrennt aufbewahrt. Finde sie und bringe sie hierher. Nur dann kannst du dein Schicksal erfüllen. Der Kleister. Okay, die Pyramide scheint ja schon mal richtig zu sein. Digga, was? Objekt gefunden, ein Emblem. Okay. Ratte, Schlange, Blau, Gelb. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht vermuten, aber das sagt mir nicht so viel, wie man vielleicht denken könnte. Okay. Dann allgemein gucken, ob wir hier schon was leuchten sehen oder so, aber sieht erstmal nicht so aus. Heißt, wir haben das Ding, wir haben das Ding, wir haben das Ding und wir haben hier. Hier fehlt doch wahrscheinlich das Emblem. Ah, okay, ja, verstanden. Wir können die mit den Rädern ändern. So, wir haben Rot, Öppel, Rot. Und daraus soll werden Rot mit zwei Sternen, Blau und Eule. Würde ich mal sagen, ist das. Das nächste ist Grashüpfer. Plus das Peace-Symbol. Wie zur Hölle? Achso, ich habe durch Zufall einfach gerade schon das Richtige gehabt. Darauf fehlt noch die Maus. Durchgestrichen wird es nicht sein. Das wird es nicht sein. Das ist das Richtige. Und durchgestrichen Schlange ist das. Das ist das Emblem, was wir eingesetzt haben. Damit sind wir fertig. Na, kriege ich wieder gerade Spam-Mails? Nee, Steam. Weil ich habe mir ja das Spiel gekauft. Okay, hier können wir anscheinend weiter. Ein bisschen gehofft, dass wir hier eher das nächste Element finden. Nee, das will ich doch gar nicht. Kann ich mich hier irgendwie bewegen? Anscheinend muss ich jetzt, also, wenn ich hier draufklicke, passiert halt nichts. Ich muss anscheinend hier weitergehen. Da haben wir schon mal die Kamera Obscura. Wo bin ich hier? Ich muss einen Ausgang finden. Hier ein schönes Feuerchen. Wir haben hier Bilder, wo die Gesichter alle nicht drauf sind. Wir haben hier Papst Emeritus. Eine Uhr, die wir uns angucken können. Die Zeiger bewegen sich nicht. Sie ist sicher kaputt, aber wir haben ja zwei Öppels. Wir haben hier Zertifikate und Baupläne. Ja, ich klicke überall drauf, ich weiß. Irgendein Apparillo, dasselbe Bild nochmal, sehr schön. Und eine Schriftrolle, die gucken wir uns auch erstmal an. Du hast es ja bei deinen Abenteuern schon erkannt. Das Nullelement vermag Materie quer durch Zeit und Raum zu übertragen. Klar, weiß ich. Ich überzeuge, wie du Meilen und Jahrhunderte übersprungen hast, wie normalsterblich eine Straße überqueren. Aber wie wäre es mit Lichtjahren? Wie wäre es mit Zeitaltern? Du hast gerade erst begonnen, das Potenzial auszuschöpfen. Ich habe eine Welt erfasst, die der unseren ähnelt und ihr doch so unfassbar fern ist. Sie ist der Quell des Nullelements. Ich habe sie vermessen und sogar gesehen. Doch erreichen kann ich sie nicht, nicht ohne deine Hilfe. Doch zunächst
muss ich dich lehren, wie es geht. Und du musst zeigen, wie lernfähig du bist. Der Keister. Okay. Zwei dicke Kondensatoren. Warte, warte, Moment mal. Nein. Die Steuerung, ey. Okay, ich dachte, vielleicht wäre die Sicherung durchgebrannt. Das sieht nämlich sehr aus wie eine Sicherung. Hier fehlt ein Knöfi. Auch das Ding können wir uns angucken. Kann ich gerade auch noch nichts mitmachen. Die Tür ist verschlossen. Die Schublade scheint versperrt zu sein. Bücher scheinen nicht von Relevanz. Wir gehen kurz nochmal hier hin. Nee, können wir nicht. Okay. Kawaii. Okay, das Ding können wir uns auch angucken. Minus, plus, minus. Nee, das macht keinen Sinn. Also, wir gehen in den Minuspol rein. Zu plus, plus, zu minus, plus, zu minus. Plus zu minus. Plus zu nichts. Plus zu nichts ist meistens nicht so gut. Dann wäre wieder minus zu plus. Nee, dann haben wir eine Schleife. Das war gerade schon wieder reiner Zufall, weil ich rumgespielt habe. Da haben wir ein Schalter, den können wir umlegen. Draußen erscheint Licht und da hinten sehen wir einen Turm, der wird jetzt beleuchtet. Okay. Ease Peace, Lemon Cheese. Jetzt haben wir hier ein Apparillo mit vier Schaltern. Okay. Das Ding ist, ich weiß halt einfach nicht, was ich tun muss. Okay, ich weiß, was ich tun muss. Damit haben wir anscheinend einen Laser aktiviert, der jetzt auf den Apfel schießt und dadurch die Wand aufreißt, wodurch wir das Gateway geöffnet haben. What the fuck ist das Spiel? Errungenschaft erhalten, Angebot angenommen. Schießt Kapitel 1 die Ankunft ab. Moment. Wir hatten da noch die gesamten Schubladen, die abgeschlossen waren. In der Mitte dieses komische Symbol, was sie nicht öffnen konnten. Wir hatten in den Raum davor noch Sachen. Warum haben wir jetzt Kapitel 1 abgeschlossen? Wir haben soeben eine Schublade geöffnet. Mit einem Zahnrad. Ein hölzernes Zahnrad. Einmal umgucken. Im gesamten Raum so allgemein. Sieht aber unspektakulär aus. Etwas scheint zu fehlen. Ja, das ist das Game of Thrones Intro. Okay.
Komm, er hat auch dran gedacht. Okay, leuchten tut ja aber nichts. Klar. Ich meine, warum nicht? Ja, ich weiß, dass ich das Ding benutzen muss. Danke. Das meiste, was ich übrigens mal gerade mache, ist durch Zufall. Wo zur Hölle sind wir denn jetzt? Mann, dass das alles ausdesignt wurde. Für was? Wir haben hier eine Schlange. Diese Schlange ist eine Longe. Was? Ein Magnet. Klar, ich meine, wieso auch nicht, ne? Was zur Hölle? Wir haben Magneten. Alter, wir können hier echt mit jeglichen Scheiß interagieren. Sorry, ziehen muss ich den ja. Okay, der gehört hier anscheinend nicht hin. Dann scheint auch nicht hier. Kann ich noch irgendwas davon inspekten? Ich glaube erstmal nicht. Was haben wir denn hier? Vier Buchstaben. Der Name dieses Turms wird den Weg weisen. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier überhaupt tun muss. Ich glaube, das hat mein Polizist ja auch gemerkt. Ich habe da aber gerade was gesehen im Fenster. Wo bin ich? Das Pyre-Feuer hat schon seit vielen Jahren... Pyre ist vielleicht relevant. Nicht mehr gebrannt. Schiffe brauchen kein Leuchtfeuer, um sie von diesem Ort fernzuhalten. Doch Abenteurer wie wir benötigen derlei Hinweise, um den Weg zu finden. Ein Licht in der Düsternis. Finster ist der Weg vor uns. So finster, dass ihn selbst ein Blinder sieht. Der Meister. Meister? Warum redest du nicht einfach mit mir, Meister? So, Pyre. Okay, und ich kann die auch rausziehen. Das habe ich halbwegs verstanden. Da unten haben wir ein P. P. So, da haben wir ein Y. Okay, also das, was sich zuerst trifft, ist es dann. Heißt, sie brauchen ein R als nächstes, wie Rudolf. Heißt, sie brauchen den hier und ihn, er. Dann brauchen wir noch ein E, das haben wir auf der anderen Seite. Heißt, wir brauchen mal ihn hier und ihn. Pyre. Ein geschnitzter Holzbogen. Ihr werdet es mir nicht glauben. Ich habe keine Ahnung, was wir mit einem geschnitzten Holzbogen machen sollen. Oh Gott, ich hätte jetzt fast behauptet, dass der hier hingehört. Aber dem ist wohl nicht so. Wobei, wir haben hier auch noch was. Auch hier könnte ich mir den vorstellen. Hier macht er irgendwie wenig Sinn. Hätte ich die Magneten vermutet. Ich meine, wir können hier eine Stufe ranzoomen.
Dann können wir hier nochmal ranzoomen. Das macht keinen Sinn. Das geht nicht. Ich meine, es wird uns immer noch angezeigt, dass hier was sein soll. Beziehungsweise, dass da allgemein etwas ist. Nicht zwangsläufig, dass da etwas sein soll. Wir können auch nur mit der Schlange interagieren. Wir können auf nichts anderes raufzoomen. Was passiert denn, wenn ich auf den Hinweis drücke? Der hölzerne Torbogen, den ich gefunden habe, passt sicher irgendwo hin, wo seine Seitenteile Platz haben. Also als nächstes ist auf jeden Fall der hölzerne Torbogen. Ich weiß halt nicht mal, wie groß der ist. Moment, das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, wir haben Stonehenge gebaut. Also der Tipp hat mir gerade eigentlich nicht geholfen, bin ich ehrlich. Ein Schmagnet. Hä? Okay. Ich würde es ja immer von links nach rechts machen. Heißt. Kann ich mir das merken? Absolut fucking nein. Also es müsste einmal runter, hoch. Hoch zur Seite. Okay, es war schon mal die erste. Dann zur Seite, einmal rüber. Okay, das ist leicht. Den ersten Pfad nicht genommen. So, und das ist eine TikTok-Uhr. Das war einfach. Okay, hier kommt ein richtig krass detailreiches Modell dann raus. Eine kreuzförmige Fassung. Hier gehört sicher irgendwas hin. Ich könnte mir vorstellen, ein Schraubenzieher. Ach, Moment. Nee. Hä? Ja, ich weiß, dass es eine kreuzförmige Fassung ist. Jetzt ist der da. Hat mir das irgendwas gebracht? Besonderen Schlüssel. Ja, das sehe ich ein. Oh, was ist das hier?
Moment. Das war einfach. Das war einfach. Was haben wir denn hier? Ein hölzernes Modellteil. Auch das nehme ich erstmal gerne mit. Was haben wir hier noch? Ah, so kann ich es bewegen. Dafür müsste ich potenziell wissen, wonach ich suche. Aber hier, denke ich mal, können wir dann nicht weiter. Aber wir haben ja auch erstmal ein hölzernes Modellteil bekommen. Das kann ich mir hier sehr gut vorstellen. Vielen Dank. Ja. Ein Hafenhütchen, ein Kontor potenziell. Und da kommt jetzt ein Schiffchen raus. Also ich kriege im Augenblick so viele Spam-Mails. Ach ne, es war PayPal diesmal. Müssen wir das bewegen? Diesen Stand gehört wohl etwas. Also das hier ist doch sehr auffällig, aber anscheinend kann ich da nichts mitmachen. An der Stelle werden wir aber mal einen kleinen Cut machen, denn ich muss echt schlafen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Haut rein. Gutes Nächtle.